Also wir werden heute zeigen, wie minimalinvasives Implantieren aussieht. Wir haben hier also einen fehlenden Zahn, der schon seit längerer Zeit fehlt. Wir werden also eine kleine Vorbohrung machen. Wir werden dann dort direkt das Implantat einschrauben und werden das dann mit einem Provisorium versorgen, sodass der Patient schon mit dem Zahn nach Hause geht. So, jetzt sind wir vorbereitet. Jetzt zeige ich mal, welches Instrumentarium wir bei einer klassischen minimalinvasiven Implantation brauchen. Sie werden erstaunt sein. Wir werden also mit einem 1,4 mm Durchmesserbohrer eine Vorbohrung machen auf die Länge des geplanten Implantates. Wir werden dann mit dieser Sonde schauen, ob wir auch überall im Knochen sind. Wir machen das also nicht blind. Ja, wir tasten das in allen 5 Varianten. Und das ist die Ratsche, mit der das Implantat dann eingebracht wird. So, wir sehen jetzt also hier die Ausgangssituation. Wann ist der Zahn gezogen worden? Wissen Sie es noch ungefähr? Ja, im Dezember. So letzten Jahres? Ja. Also wir haben ein paar Monate dazwischen. Das ist also alles super abgeheilt. Alle anderen Zähne sind kerngesund. Und hier werden wir jetzt das Implantat einbringen. Wir haben jetzt also hier unseren 1,4 mm Bohrer im Durchmesser und werden diese Vorbohrung als erstes machen. Setzen hier mittig an. Mal gucken, dass wir die Achsrichtung haben. Die Vorbohrung erfolgt mit Wasser zum Kühlen. Hier sehen wir ein bisschen Knochen, was wir rausholen. Also das ist minimal. Und das war auch schon die Vorbohrung. Und hier werden wir jetzt versuchen, das Implantat reinzuschrauben, was einen größeren Durchmesser hat, weil es geht darum, eine sogenannte Primärstabilität zu erreichen, die dazu dient, dass das Implantat also sofort fest ist. Wir fangen jetzt an mit dem Einbringen des Implantates. Der erste Teil geht relativ einfach. Dann sind wir durch die Schleimhaut hindurch und erreichen den Knochen, dann wird es schwieriger. Dafür haben wir jetzt diese Drehmomentratsche. Wir bringen das immer per Hand ein, haben hier einen definierten Bereich, wo ich einstellen kann, wie viel Newtonzentimeter ich erreicht habe, dann knickt die Ratsche ab. Ja, so, fangen wir mal mit 20 Newtonzentimeter an, schauen wir mal. So, Sie lassen schön locker, okay, ein bisschen weiter auf, dass ich hier nirgendwo anecke. Es wird jetzt fester, man sieht es daran, die Ratsche knickt jetzt ab. Jetzt würden wir auf den geplanten Drehmoment hochdrehen hier. Wir versuchen das also mit ca. 35 Newtonzentimeter festzukriegen. Das ist also die Stärke, die wir haben wollen, dass das Implantat fest ist. Mehr wäre auch nicht gut, weil dann komprimieren wir den Knochen zu viel und wir könnten erreichen, dass das dort nicht anwächst, weil wir den Knochen überfordern. Er knickt jetzt ab. Jetzt kommt einer der wichtigen Sachen, um es festzukriegen. Der Knochen ist nämlich dehnbar. Wir bezeichnen das als Knochenkompression. Wir machen das ganz einfach. Wir drehen die Ratsche um und drehen das Implantat zurück. Und drehen dann wieder nach vorne. Und man sieht dann sofort, dass das nicht gleich wieder abknickt, die Ratsche, sondern dass der Kiefer also dehnbar ist. Ja, jetzt knickt sie wieder ab. Wir sind noch nicht unten. Ein bisschen brauchen wir noch. Wir entspannen nochmal den Knochen. Es muss alles in Ruhe passieren. Alles gut bei Ihnen? Alles gut. Drückt dolle? Mm-mm. Tut was weh? Mm-mm. Sagen Sie mal richtig nein. Nee. Ha, geht doch. Ja, so, jetzt ist das Implantat drin. Wir haben jetzt also hier das Röntgenbild. Wenn wir uns das angucken, das steht also korrekt mittig. Wir sind hier vor der Kiefer, vom Kieferhöhlenboden. Das ist der Teil, der jetzt oben rausguckt. Und wir werden jetzt den ersten Teil der Prothetik machen. Das ist also das Provisorium, was der Patient kriegt. Er geht also hier schon mit einem Zahn raus heute. So, wir messen jetzt die Festigkeit des Implantates. Also, ein Periotestwert von minus 4 ist ein extrem fester Wert für ein Implantat im Oberkiefer. Der Oberkiefer ist also wesentlich weicher als der Unterkiefer. Man könnte das so vergleichen. Also der Unterkiefer entspricht eher der Härte eines Holzbrettes, während der Oberkiefer eher der Weiche einer Spanplatte trifft. Ja, also das ist ein super Wert für einen Oberkiefer. So, wir haben also die Höhe jetzt korrekt, damit wir Platz haben für die Krone, weil die Technik braucht ja für die Keramik auch 1,5 bis 2 mm mindestens. Hier haben wir genug Platz. Wir haben den Kopf ein bisschen gekürzt, damit der Einschub besser ist, weil wir müssen hier nachher an dieser etwas dickeren Stelle gegenüber hier unten auch reinkommen.
Und das wird dann nachher so aussehen, so wie man das hier sieht, weil der Zahn ist in der Mitte immer breiter als nach unten. So, meine Mädels haben jetzt hier den provisorischen Zahn eingeklebt. Man sieht das hier sehr schön. Wir haben Folgendes gemacht jetzt. Wir haben ihn, um die Stabilität zu erhöhen, mit einem Flüssigkunststoff hier an den festen vorderen Zahn angeklebt. Damit erhöhen wir die Stabilität. So, wollen wir mal gucken, wie das beim Schließen aussieht. Machen Sie mal zu. So, und jetzt haben wir hier den ganz leicht außer Kontakt genommen. Wir haben ja eben gesehen, dass wir also wirklich nur eine kleine Vorbohrung machen. Die geht durch die Schleimhaut durch, die betäubt es und die geht dann in den Knochen. Diese Vorbohrung wird auf Implantatlänge durchgeführt und das war's dann. Der Rest wird eingedreht. Das ist minimalinvasiv. Ja? So. Bei der klassischen Implantation sieht das so aus, dass im Prinzip das zwar betäubt wird, aber es wird aufgeschnitten und die Schleimhaut beidseitig wird also weggeklappt. Das, was auf dem Knochen aufliegt, das nennt sich Knochenhaut, das Fachbegriff ist Periost. Und wenn man das abschiebt vom Knochen, das ist das, was den wirklichen Schmerz ausmacht. Ja? Und da wir das nicht haben, ist das also wirklich extrem schmerzarm, was wir tun. Also wenn der Patient, 90% der Patienten, wo wir das machen, nehmen am nächsten Tag keine Schmerztablette mehr. Ja, und das ist eine tolle Sache. Und das ist ja nicht nur einmal mit diesem Aufschneiden bei der klassischen Implantologie, weil danach wird ja, also das Implantat wird eingebracht, dann wird ja wieder zugenäht. Ne? Und dann muss man ja, wenn das eingeheilt ist, ich sage mal, normalerweise sind sowas 8 bis 12 Wochen, wird also dann noch ein zweites Mal aufgeschnitten, wo man das wieder macht, auch wenn da nicht so viel Schleimhaut weggeklappt wird, aber man muss es ja nochmal eröffnen, um an das Implantat wieder ranzukommen. Auch das haben wir nicht, weil wir ja einteilige Implantate benutzen. Sie haben gesehen, der Pfosten guckt oben gleich drauf, wo die Krone nachher drauf soll. Und wir haben sofort ein festsitzendes Provisorium. Der Patient geht also hier mit einem festen Zahn raus. Auch wenn es noch nicht der definitive Zahn ist. Aber auch das Provisorium sieht so aus, dass man damit viel besser durch die nächsten Wochen kommt, als wenn man, wie man das normalerweise machen würde, mit so einer Einzahnprothese, die man eingliedern würde. Wo so ein Ding zum Rausnehmen. Ja, nicht? Und das ist natürlich ein ganz anderer Tragekomfort als das, was wir jetzt eben eingesetzt haben hier. Mit der Herstellung des Zahnersatzes wurde nun das Dentallabor Dessau beauftragt. Zahntechnikermeister Thomas Reckrühm nimmt sich dieser Sache persönlich an und erklärt Herstellung und Hintergrundwissen. Für die verschiedenen Arten der Prothetik gibt es auch verschiedene Arten der Modellherstellung. Das heißt, es wird für jede spezielle Arbeit auch ein spezielles Modell benötigt. In unserem Betrieb sind zwei Spezialisten damit beschäftigt, diese Modelle herzustellen und für die Digitalisierung vorzubereiten. Wenn die Modelle in der Modellabteilung digitalisiert und abgenommen sind, werden diese Modelle digital lichtoptisch erfasst, bearbeitet und der fertige Datensatz wird genutzt, um darauf die geforderte prothetische Arbeit zu konstruieren und in den CAD/CAM-Maschinen herzustellen. Nach der Übergabe einer Präzisionsabformung durch den behandelnden Zahnarzt an das Dentallabor wurde dank modernster Technik ein Spezial-3D-Modell erstellt. Die digitale Zahntechnik hat verschiedene Vorteile. Der größte Vorteil aus meiner Sicht, wir sind jetzt sozusagen nicht mehr die Untergebenen des Zahnarztes, sondern wir reden schon auf Planungsebene mit, um dafür zu sorgen, dass dann hinterher auch das Ergebnis entsteht, das der Patient sich von vornherein so vorstellt. Spezialisierte Zahntechniker fertigen die neuen Zähne mit einem computergesteuerten Fertigungssystem, der CAD/CAM-Maschine, an. Aus einem Materialblock aus sehr fester Spezialkeramik wird hochpräzise ein Werkstück gefräst, das das Gerüst für die Zahnprothese bildet. Dieses Gerüst wird farblich angepasst und getrocknet. Nun wird an der Ästhetik gearbeitet. Durch eine zum Teil vielfarbige feinkeramische Schichtung erhält die Zahnnachbildung ein Aussehen, das sich nicht mehr von natürlichen Zähnen unterscheidet. Durch die 1500 Grad Celsius Wärmebehandlung bekommt der neue Zahn seine endgültigen, perfekt an zahntechnische Anforderungen angepasste Eigenschaften. Das Ergebnis ist ein neuer Zahn, der präzise für die nun anstehende Arbeit des Zahnarztes passend und nach farblicher Abstimmung mit dem Patienten gefertigt wurde. Zurück nach Zerbst. Also wie wir eben gesehen haben, das Implantat war komplett osseointegriert, das ist der Fachausdruck für eingeheilt. Ja, das war also vollkommen reizfrei, die Schleimhaut. Wir haben die Krone im Labor anfertigen lassen, nachdem wir vor 14 Tagen Abdruck genommen haben und haben die heute eingesetzt. Man nennt das Zementieren dieses Zahnersatzes und das war das Ende der Behandlung. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. So schnell und elegant lösen wir das.
Ich würde auf jeden Fall die Methode weiterempfehlen, weil ich habe keine Schmerzen gehabt und weil ich dadurch zwei Zähne gerettet habe gegenüber herkömmlichen Methoden mit einer Brücke. Und ich würde es auf jeden Fall wieder machen lassen. Und die Empfehlung kam vom Hauszahnarzt. Und ich würde es jedem Patienten empfehlen, dieses gleich zu tun.